Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute wird wieder fleißig gebastelt und zwar gibt es heute eine Grußkarte, in der wir Strukturpaste verwenden, die Schablonen dazu, wir kolorieren, wir verwenden ein paar Sachen aus dem Kartenset Gruß und Glück. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Zum einen benötigen wir eine Grundkarte. Ich habe hier Flüsterweiß mit dem Maß 21 x 14,5 cm, gefalzt bei 10,5. Also einmal in der Mitte. Dann brauchen wir einen Kartenaufleger. Ich habe jetzt schwarz. Und der hat das Maß 10 x 14 cm. Und wir brauchen noch ein Stück Flüsterweiß mit dem Maß 9,5 x 13,5 cm. Und den muss ich mir noch einmal zurechtschneiden. Das gibt auch einen Kartenaufleger. Und diesen bearbeiten wir dann auch zugleich. So, und zwar möchte ich den Hintergrund mit der Strukturpaste in Seidenglanz bearbeiten. Das ist die hier von Stampin' Up. Vielleicht kennt ihr diese auch. Die habe ich, seit die rauskam, bei mir im Bestand und nicht oft benutzt bis jetzt. Und das muss sich einfach ändern. So. Und zwar gibt es da auch Deko-Schablonen von Stampin' Up. Ich habe hier jetzt inzwischen auch schon verschiedene. Zum einen hier diesen Mustermix. Ich weiß auch gar nicht, ob die richtig einsortiert sind. Aber es gibt hier einmal die Mauer. Die nehmen wir jetzt auch direkt. Dann habe ich hier noch Wolken. Dieses hier, ich kann euch gar nicht sagen, wie das heißt. Dann haben wir noch so Rauten. Ja, auf jeden Fall habe ich hier inzwischen schon drei Pakete liegen. Hier habe ich noch das mit den Streifen und Punkten und hier noch das, das zu dem Set Geburtstagssorry gehört. Das sind auch nur zwei drin, da konnte man die Torten einfärben. Und hier hat man so eine große Blume und hier noch so Ranken. Ja, genau, das sind die. Wie gesagt, ich verwende jetzt hier die Mauern. Die Mauer? Ja, hier diese Steine halt. Und ich werde das nicht auf dem ganzen Papier anbringen, sondern nur so ein schräg, so als Hintergrund, so ein bisschen, ihr seht das gleich. Hier nehme ich mir einen Acrylblock, dann einmal die Paste. Hier noch ein Tipp, einfach das, was man benötigt, rausholen und dann direkt wieder verschließen, denn die trocknet ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, die glänzt auch noch und glitzert. So, dann nehme ich mir einfach hier so ein bisschen was raus. Ich habe meistens zu viel übrig, aber wenn ich das einfärbe, kann ich es natürlich nicht wieder in die Dose zurückgeben. Und deswegen schaue ich, dass ich doch ein bisschen weniger hier rausnehme. Ich habe auch den Nachfüller in Limette und damit färbe ich mir das Ganze jetzt einmal ein. Ich gebe hier auf diese kleine Menge, könnt ihr das sehen? Diese kleine Menge Paste nur einen Tropfen Limette drauf und das reicht aus, um das Ganze schön einzufärben. Einfach ein bisschen verrühren und ihr seht, dieser eine Tropfen ist unglaublich ergiebig.
Und auch hier nochmal ein Tipp, sobald ihr das Ganze euch angerührt habt, so schnell wie möglich verarbeiten und sauber machen. Denn dieser Block, der sieht auch schon schlimm aus. Ich kriege das einfach nicht mehr ab. Und deswegen arbeitet so schnell wie möglich damit. Und macht dann euer Werkzeug wieder sauber. So, ich gehe hier einfach nur mal so ein bisschen grob drüber. Das ist im Prinzip so wie Butterbrot schmieren. Und geht ratzfatz. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn die Ziegel hier gar nicht alle eingefärbt sind, also richtig komplett, sondern nur so ein bisschen, wie ihr das hier sehen könnt, denn das sieht dann auch toll aus. So, dann einfach abnehmen. So sieht das aus. Das muss jetzt trocknen. Einen kleinen Rest habe ich noch übrig. Den könnte man jetzt noch weiter verwenden. Ich habe da jetzt aktuell keine Verwendung dafür. Aber ihr seht, es glitzert schön und das sieht richtig toll aus. So lasse ich das jetzt. Lasse das Ganze einfach einmal trocknen. Das dauert ein bisschen. Und in der Zwischenzeit mache ich mir hier diese Schablonen einmal nochmal sauber und bin dann gleich wieder für euch so da. Damit wir nicht warten müssen, bis das hier trocken ist, habe ich da auch schon einmal etwas vorbereitet. So sieht das aus und damit werden wir jetzt weiterarbeiten. Wie gesagt, ich habe ja die Grundmatte, die Grundkarte und die Mattung und diese Mattung hier. Und hier drauf möchte ich dann noch eine Blume anbringen. Und zwar ist das hier aus dem Kartenset wie heißt es noch gleich? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Ich habe es vergessen. Vorhin habe ich es erwähnt. Hier. Gruß und Glück. Kartenset Gruß und Glück. Habe ich euch auch schon einmal vorgestellt. Mit diesem kann man hier ganz tolle Karten machen. Und in diesem waren auch diese Aquarellstifte drin. Die gab es nur in diesem Set. Und das Set wird auch in den neuen Sammeln-Up-Katalog übernommen. So, hier habe ich mal ein bisschen experimentiert. Ich brauche das, das und dann noch ein paar von diesen Pergamentblättern. Also ich habe schon sehr viel damit gearbeitet, aber da ist einfach so wahnsinnig viel an Material drin, dass man da wirklich lange mit auskommt. Diese Pergamentblätter sind auch noch mit dabei. Die finde ich besonders auch besonders schön. Ja, und wir brauchen einmal das nicht. Stifte zum Kolorieren. Zum einen koloriere ich mit den Holzstiften hier und zum anderen koloriere ich mit Wassermelone. Hier ist drin Flamingorot und Sommerbeere müsste das sein. Genau, aber ich koloriere dann mit Wassermelone. Und zwar benötigt ihr dann die Aquarellstifte, einen Wassertankpinsel. Ich habe dann immer noch ein Taschentuch immer bei mir liegen, weil der Wassertankpinsel öfters mal ein bisschen zu viel Wasser rausgibt. Ja, und dann fange ich einfach an, das Ganze zu kolorieren. Und ich fange immer an mit dem mit der hellen Farbe und mal mir die Blätter aus. Hin und wieder gehe ich dann mit dem dunkleren Stift drüber. Und dadurch kann man dann die Farben gut miteinander vermischen. Denn ich habe ja im Hintergrund Limette, deswegen wollte ich die Blätter ein bisschen dunkler haben, damit sich das dann vom Hintergrund etwas abhebt.
Ja, und wenn ich das Ganze hier kolorieren möchte, nehme ich einfach meinen Wassertankpinsel und male dann hier drüber. Und die Farben lösen sich schön an, lassen sich wirklich gut vermalen. Ich zeige euch das mal. So sieht das jetzt aus. Ja, und ich zeige euch jetzt noch einmal ganz kurz, wie ich das mit dem Stempelkissen mache. Das sind ja die alten Stempelkissen. Es gibt ja im neuen Katalog neue Stempelkissen. Mein neues, das ich bestellt habe, ist noch nicht da. Aber es wurde jetzt versandt. Also ich vermute mal, wenn ich Glück habe, kommt es morgen. Ansonsten am Montag oder am Mittwoch. Ich bin gespannt, denn die neuen Stempelkissen sehen nicht mehr so aus, sondern haben ja eine andere Form. Also sie sind auch rechteckig, haben dann hier aber so Löcher, das heißt, sie sind auch stapelbar übereinander, was ja jetzt mit den aktuellen nicht der Fall ist. Und man öffnet sie wohl auch anders. Ich habe schon einige Videos gesehen, aber wie gesagt, meins ist noch nicht da, das habe ich noch nicht. Und wenn das dann kommt, kann ich euch das auch gerne zeigen, es sei denn, ihr wollt das nicht sehen. Das könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen möchtet. Ob ich euch die neuen Stempelkissen im Vergleich zu den alten dann zeigen soll. Ja, und dann habe ich hier Wassermelone, wie gesagt, Stempelkissen. Vermische mir hier ein bisschen Farbe und fange an, die Blume hier ein bisschen zu kolorieren, und zwar auch zuerst relativ hell. Und ich mache das jetzt auch nicht wirklich ordentlich, ich gehe hier einfach so drüber. Und jetzt ist das nur relativ leicht angemalt. Ich werde dann jetzt ein bisschen mehr in die Farbe reingehen und immer hier so ein bisschen dunklere Akzente setzen. Dann sieht das Ganze ein bisschen lebendiger aus. Ja, und so koloriere ich mir dann das Ganze hier. Das Tolle an dem Set ist einfach, man kann sich für 20 Karten die ganzen vorgestanzten Stanzteile selbst kolorieren. Man muss natürlich nicht die Farben nehmen, die hier dabei sind, sondern man kann das auch so kolorieren mit den Stiften, die man eben zu Hause hat. Und das Gute daran ist einfach, wenn man mal wirklich nicht weiß, was man basteln soll, dann kann man sich auch einfach hinsetzen und hier mal ein paar von diesen Stanzteilen kolorieren. Denn ich weiß auch nicht immer, was ich basteln soll. Manchmal auch keine Ideen. Das merkt ihr sicherlich auch daran, dass ich dann weniger Videos hochlade. Gut, das liegt zum einen daran, dass ich wirklich dann mal nicht weiß, was ich basteln soll, oder eben, weil es mir auch an der Zeit fehlt. Denn schließlich habe ich ja auch noch eine Familie, die ich mich kümmern darf, und einen Beruf. Und ja, dann kommt eben auch mal das Basteln einfach zu kurz. Aber ich versuche eben, so oft es geht, zu basteln und so oft es geht, auch Videos hochzuladen.
Jetzt hatte ich natürlich 2 Wochen Urlaub. Morgen geht es wieder los mit der Arbeit. Ja, am Samstag um 6 Uhr morgens muss ich auf der Arbeit sein. Egal, weiter geht's im Text. Und zwar habe ich das Ganze schon einmal vorbereitet. Sieht so aus, weil das muss ja auch noch ein bisschen trocknen. Wenn ihr hier mit Aquarelle arbeitet, ist das ja, ja, das Papier halt eben ein bisschen nass. Das muss trocknen, das wälzt sich dann zwar ein bisschen, aber das ist ja nicht schlimm. Kann man ja wieder zurückbiegen. Ich wollte euch auch einfach nur mal zeigen, wie ich das so koloriere. Und mache ich noch mal ein bisschen Platz. So, ich fange auch an und klebe mir zuallererst die schwarze Mattung auf. Und zwar habe ich mir hier einen kleinen Streifen in Flüsterweiß geschnappt. Es bleibt ja immer mal irgendwas übrig, wenn man am Basteln ist. So Reststückchen, die hebe ich mir auf. Nicht alles. Ich habe ganz, ganz viel gehortet und gesammelt, aber ich werde mir jetzt nicht mehr alles aufheben, nicht jeden kleinen Schnipsel. Das ist irgendwann auch wirklich mal übertrieben. Ja, ich versuche eben meine Restekiste so klein wie möglich zu halten. Ich verwende jetzt hier das Archival-Stempelkissen in Schwarz und stempel hier herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob das reicht, ob der Streifen hier nicht zu schmal ist. Ich habe es nämlich nicht immer so mit dem gerade Stempeln. Stampin' Up! Hat ja jetzt einen Stamparatus rausgebracht, den man ja im Vorverkauf sich kaufen konnte. Da bin ich noch einmal überlegen, ob ich mir den wirklich holen soll. Habt ihr denn schon einen Stamparatus euch geschnappt? Ist auch nicht so schön geworden, dieser Abdruck. Es gab ja aber, glaube ich, 2 Zeitfenster, in denen man den im Vorverkauf schon mal kaufen konnte. Offiziell kommt er dann ja mit dem neuen Katalog raus. Und ja, ich bin da noch am Überlegen, ob ich mir einen holen soll. Scheint nicht schlecht zu sein. Ich hatte ja mal eine Stempelhilfe von We Are Memory Keepers. Die hatte aber eben nur eine Platte zum Aufklappen. Der Stamparatus hat ja 2 Klappen, die man auch rausmachen kann und an verschiedenen Stellen positionieren kann, sodass man immer den gleichen Abstand beim Stempeln hat. So, also herzlichen Glückwunsch, habe ich mir gestempelt. Das muss ein bisschen trocknen mit der Archival-Stempeltinte. Das geht nicht immer so schnell. Und zwar wollte ich mir so ein Fähnchen hier reinschneiden. Also gerade schneiden ist nicht so meins, ne? Nicht mal so einen Zentimeter kann ich mir gerade abschneiden. Dann wollte ich mir für den Hintergrund noch ein Stückchen in Schwarz zurechtschneiden. Diese Box habe ich mir irgendwann mal zu meinen Anfängen gebastelt. Der Kleber hat nicht gehalten. Ich hatte irgend so was Billiges und habe es dann zusammengetackert. Hm, hält auch schon nicht mehr. Aber hier ist eben so mein Rest drin. Sachen, die ich vorgearbeitet habe und nicht wusste, wie ich es weiterarbeiten soll. Kleine Streifen in schwarzer Wanne und so weiter. Ja, und ich suche mir jetzt hier einen kleinen schwarzen Streifen raus zum Hinterlegen. Ah, nicht runterfallen. So, dann schneide ich das ab. Und versuche hier jetzt ebenfalls ein Fähnchen rauszuschneiden. Und ich glaube, ich klebe das einfach schon mal übereinander. Denn dann kann man sich das Fähnchen besser ausschneiden.
So. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus als die ersten Versuche. Perfekt, okay. So lasse ich das jetzt. Das kommt dann hier auf die Karte und jetzt können wir uns soweit auch schon mal alles zusammensetzen. Also, die schwarze Mattung haben wir uns ja schon aufgeklebt. Ich möchte dann diese Mattung hier noch oben drauf haben. Und hier diese Blumen dazu. Blumensträußchen und das herzlichen Glückwunsch darf hier unten hin und hinter die Blumen möchte ich noch ein bisschen Band kleben und zwar dieses Band war auch dabei in dem Kartenset, da würde ich mir einfach gerne ein bisschen was hinten dran kleben und zwar nehme ich mir hier auch zwei Stücke dafür, die ich ungleich groß abschneide. Und dann hinten dran klebe. Damit ich eben weiß, wo ich dieses ungefähr anbringen muss, denn ich möchte es hier unten hinten dran haben, lege ich mir vorher die Blume einmal hier hin und das Band, damit ich eben schauen kann, wo das ungefähr hin muss. Das bringe ich jetzt auch mit Flüssigkleber einmal auf. Und das zweite kommt hier entweder so rum hin, dass ich hier ebenfalls einen Pfeil habe oder ein bisschen versetzt. Dann, wenn ich das ein bisschen versetzt anbringe, finde ich das auch ganz schön. Es muss auch nicht ganz komplett kleben, kann gerne auch ein bisschen lose sein. So, das sieht jetzt so aus. Hier kommt dann die Blume drauf. Bevor ich die natürlich hier anbringe, möchte ich ein paar von diesen Pergamentblättern aufkleben. Die werde ich mir vorher einmal arrangieren. Und mit Klebepunkten anbringen. So ungefähr möchte ich das hier haben.
So. Und diese Blume bringe ich mir mit Dimensionals an. So, das sind jetzt vielleicht ein bisschen viele, aber viel hilft viel, sagt man immer. So. So, dann bringe ich das hier drauf an, schaue, dass ich gerade bin und jetzt klebe ich mir die Karte hier auf meine Grundkarte drauf. So sieht das bis jetzt aus. Und das herzlichen Glückwunsch bringe ich hier unten noch an. Das klebe ich jetzt auch einfach flach auf. So, extra Glitzer brauchen wir hierfür nicht, aber ich habe hier noch diese Nouveau Drops, mit denen man so kleine schwarze Pünktchen setzen kann. Die habe ich einmal in Schwarz und einmal in Weiß, glaube ich. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe sie in Schwarz auf jeden Fall. Und hatte sie auch einmal in einer anderen Farbe. Nee, ich glaube, das war eher so Richtung Bronze ging das. Und jetzt hole ich mir ein kleines Reststück, das ich nicht mehr brauche, und mache zuerst einmal so Probepunkte. Genau, dann setze ich mir davon einfach so ein paar Akzente. Die müssen dann natürlich ein bisschen trocknen, also ich lasse das auch gerne so über die Nacht einen Tag trocknen, um ganz sicher zu gehen, dass die auch wirklich trocken sind. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich finde, das macht richtig was her. Und wie gesagt, mit dem Hintergrund einfach nur schön. Also man hat mit diesem Kartenset natürlich so viele Möglichkeiten. Das Band war ja, wie gesagt, dabei, diese Stanzteile, die man sich kolorieren kann, sind dabei, die Stifte sind dabei, auch die Dimensionals waren dabei, das Stempelset, ja, und man kann sich 20 Karten gestalten und eben mit diesen Stanzteilen nicht nur die Karten gestalten, die da dabei sind, sondern sich selbst etwas basteln, ne? So wie diese Karte hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr dies nicht schon getan habt. Schaut auch gerne als mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, denn wenn ich kein Video hochlade, bastle ich ab und zu trotzdem mal etwas und lade es einfach nur als Bild bei Facebook hoch. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!